I'm starting. Yeah. Sag du. Sag du. Well, you guys, it's time again for the worst looks ever. Wir haben auch ein paar gute Looks dabei. Aber ja, es war Met Gala. Ihr wisst, was das bedeutet. Eine neue Fashion Review. Wir sind von den Toten auferstanden und dachten, wir machen mal wieder ein Video. Let's do it. Okay, wir fangen richtig schlimm an. Und please hold on. Aber ich musste sie mit reinnehmen. First of all, I mean, yes, Jennifer Lopez and Schiaparelli. The hair is giving. I was running through the New York when I was 16 with my hair from the block to the block. Dieser Meme einfach, iconic. Also Hairstylist, she wasn't there. Dann diese Oma-Tasche. Von meiner Oma geklaut. Hä? Sie hat ihr ausgeliehen. No, sie hat ihren Burrito dabei. Weißt du, wie lange das dauert? Sie ist schlau. Sie ist schlau. Sie dachte sich halt, okay, scheiße, ich bin 50, ich habe keinen Stil. Mein Hairstylist ist gestorben. Alle machen sich über mich lustig. Mein 23 Millionen Film sucks. What am I gonna do? I'm gonna wear a lot of diamonds. Weil was können Leute über einen sagen, wenn man Diamonds trägt? At least she's rich. That's what I'm getting here. Ja, ganz so schlimm finde ich es nicht, aber geil finde ich es auch nicht. Das findest du nicht schlimm? Ein Portal, Diamond Portal zu ihrer Vagina? Das findest du nicht schlimm und dann öffnet sich das unten, aber anstatt es wenigstens ein bisschen irgendwie Schlitz oben gibt oder so. Ja. Und dann hier ist einfach schräg. Ich finde, das hier oben, diese Anemonen-Sache, I don't like. Und Falafel noch. Ja. Giving Falafel, you know, like I can't. Wir haben Gigi Hadid in Tom Brownie and Chopa. Du kannst einfach Tom Brown sagen. No. Okay. Tom Brown. Sag du. Oh mein Gott, ich hasse es. Ich hasse es auch. Also Korsett bis hier, bis zur Taille, cute. Make-up, cute. Haare, cute. Aber diese Sache da unten, dieser Drapierunfall, I cannot. Das ist ein Sakko. Du siehst Sakko, oder? Ja. Unfall. Basically, diese People, ich meine, I watched every video, so alle haben gesagt, diese Stickungen haben irgendwie 70 Tage gedauert, keine Ahnung, maybe I'm lying. Nie im Leben. Ich habe gerade 70 Tage ein Brautkleid bestickt. I can tell you. Das mache ich dir jetzt an einem Tag. Sorry, dann habt ihr schlechte Stickerin. Und ich war auch so, warum ist hier gar nichts? Und hier ist diese komische Blume. Boah, und das schwarze Paspelband. So hässlich. Und teilweise endet es irgendwie weird. Und hier ist es breiter als da. Und so, es ist einfach richtig messy. Und ich finde diese Haare, she's giving old woman. Nee, Frisur finde ich cute, Make-up finde ich she's auch cute. She's giving I birth a child. Und jetzt, I'm doing this hairstyle. Also, vom Konzept her, ja, dass die Corsage geschnitten ist, wie das Hemd da drunter und dann diese Sakko-Sache, aber no. Cardi B in Asian Designer. Name wissen wir nicht, weil sie uns gar nicht gesagt hat. Hä? She was like, I'm wearing Asian Designer. Window? Hm? Aber die haben es doch auch gepostet auf ihrem Insta. Ja, and she was like, Asian Designer, I'm not telling the name. Für mich sieht sie aus, bis zur Hüfte, wie Gothic Marge Simpson. Ja, ich habe es auch nur genommen, weil ich es voll schlecht fand, weil sie wollte diesen Rihanna-Moment, wo sie den ganzen Teppich auf sich nimmt, weil she failed miserably. Nikki hatte ein Kleid an, was nicht mal krass aufwendig war, and she slayed the house down. Come on. Tüll? Really? Ich finde, es ist halt doll am Thema vorbei. Ich verstehe nicht, was das mit dem Thema zu Leute tun hat. Leute waren so Ursula. Ursula? She's stealing the Stimme von Little Mermaid. Ah, okay, kurz. Ich muss kurz meine Augen erfrischen. Zendaya in Mason Margiela bei John Galliano. Also, John Galliano, mega kontrovers. Aber ich würde hier einfach mal einwerfen, wir trennen Kunst vom Künstler. Und ich liebe ja alle Galliano-Designs. Neben Alexander McQueen ist Galliano einer meiner Lieblingsdesigner und Vivienne Westwood spielen wir auch noch mit rein. Aber she is serving cunt. Ihre Looks, also ich rede nicht von ihren Looks, sondern von ihren Blicken. Ja. Oh mein Gott, amazing. Die echten Traum. Ich liebe dieses Kolibri und ich liebe es auch, dass sie aus diesem cheap Stoff Couture gemacht haben. Ja. It's the most cheap Stoff überhaupt.
and it's like Slay. Slay. Ja, wirklich. Auch die Silhouette so schön an ihrem Körper. Alles ist perfekt da, wo es sein sollte. Ich liebe auch Make-up-Look, ist my favorite. Ja. Einfach no eyebrows. Ja. Und einfach black everything. So pretty. Ja, und dann haben wir den Falafel von Met Gala. Oh mein Gott. Michelle Yeoh in Balenciaga. Warum geht man in Balenciaga dahin? Warum? Warum? Ich schäme mich auch. Ich würde alles fressen, was Balenciaga zuwirft. Wirklich schwer einfach. Wie in Parfüm, diese Szene, wo er aufgegessen wurde. Ich wäre diese Person. Aber das... Ich weiß halt auch nicht, was es sagen soll, außer nee. Falafel. Ja, was It's not giving space, cute, sie geht auf Mars und wird neue Alien Queen. It's not that, it's just Falafel. Ja, wirklich. Verpackung, so. Wirklich. Das ist immer wie... Wenn man aus diesen Heizdecken, kennt ihr die? Nee, das sind nicht diese Hitzedecken. Du machst es viel besser. Es ist Falafel, Alufolie. Es ist keine Heizdecke. Heizdecke ist fucking Queen. Was ist das? Was ist das? Es ist so schlimm, aber auch so funny. Kim Kardashian in Mason Margiela, glaube ich, ja. Bei John Galliano. Und die Idee war, dass sie... Irgendwas mit ihrem Boyfriend, keine Ahnung, sie rennt aus einem Garten und verdeckt sich noch mit ihrem Cardigan. Das hat sie erzählt? Ja, ja. That's the idea behind it. Und wenn man ranzoomt, ich weiß nicht, ob du das tun willst, aber... Oh mein Gott, ich will diese... Ich kenne ja diese Geräte, womit man diese Fusseln ja. wegmacht. Mhm. Ich will jedes Gerät dieser Welt nehmen und so... I mean, okay, we have to say, diese Waist... Diese Taille, she slayed the house boots down. Ja, das Kleid ist geil. Diese messy hair, I love und so, aber trotzdem so, für Met Gala würde ich trotzdem wenigstens campen, let's be honest. Ja, ich würde mir die Roots färben. Ich glaube, das soll so sein. Ja, natürlich, das soll alles so sein, das ist das Problem. Ja. Ja. Aber sonst, ich mag dieses Silver Metal. Ja, voll. Es erinnert mich an Gartenzaun und das ist auch aus Blumen. Also man kann nicht sagen, dass sie nicht gefailt hat, was Thema angeht. She tried, but she didn't succeed. Kim, do better. Ja, ich denke mir immer so, wenn du so eine Konzeptsache machst, dann mach's doch geil. Dann nimm doch einen geilen Sweater, einen geilen Hoodie, mach Fashion draus. Aber sei ehrlich, wir würden beide Wig klauen wollen. Klar. Aber wir würden sie machen. Oh mein Gott. I'm ashamed. It's Doja Cat. In Vetmore. In second hand. Okay, du hast a lot of hate, I already know, but I also have a lot of hate. Also, haben wir beide a lot of hate. Die Geschichte ist, sie wollte eine Blume nehmen. Und welche Blume ist die älteste, die am meisten benutzt wird? Die Cottonblume. Ja, aber... Also war sie so, I'm gonna wear a white t-shirt. No, I'm cutting here, weil Baumwolle... ist technisch gesehen keine Blume. Das ist ein Strauch. Ja, Baumwolle blüht, aber es ist keine Blume. Ja, aber Americans. Ach so, keine Bildung. Wirklich. So, she thinks it's a flower, but it's not. Und da war für mich Thema auch schon erledigt. Ich finde es schön, ich habe ihre Nippel nicht oft genug gesehen. So, it's another way of like getting it in. It's cool. Ja, da endet schon... alles daran. Ich hasse alles daran. Ich hasse alles daran. Ich hasse alles daran. Ich hasse ihr Make-up. Ich hasse dieses lange, nasse Ding voll geschmiert mit Haargel. Und dass sie dann auch keinen zweiten Look hatte, sondern war sie, ja, it's a show. I'm putting on a show. Ich so, girl. Wisst ihr, was das Traurige ist? Es lagen um die 7 Wigs in ihrem Hotelzimmer und sie hat keine davon in Erwägung gezogen, um diesen Look at least mit einem guten 7000 Dollar her aufzuwerten. She just went for this. Und dann haben sie diese Zusammenarbeit 4 Wochen lang geteased auf Instagram. It's so bad. I can't. Ja, okay, als nächstes haben wir Lizzo in Wein Santo. Sie hat auf Instagram gesagt, alle die gesagt haben, she's not the best dressed person on the carpet, is fatphobic. Hä? I'm fatphobic, bitch. I'm fucking fatphobic. You look ugly, girl.
Das sitzt nicht. Du hast so viel Ozempic genommen, to be skinny or whatever you wanna be. Und dann sitzt es einfach nicht. Du siehst einfach aus wie fucking Bockwurst, die nicht in die Darmhaut reingepasst hat. I cannot. Was ist das? Ich verstehe das Darmhaut Konzept nicht. Hat sie gesagt, was das sein soll? Nein, sie meinte nur, wenn ich nicht best dressed bin, you're fatphobic. That's the concept, I guess. Okay, ich verstehe nicht, warum das unten so nach oben geht. Ich verstehe das hier nicht. Ich verstehe nicht, warum es keinen Neck gibt. Ja. Hätte sie es so gemacht, dann hätte es mich wenigstens an Analdusche erinnert oder so. Aber I don't know. People lied to her. Emilia Gray in Undercover and Messica. People lied to her. Everyone lied to her. She was like, I'm gonna slay in this bloomy aquarium yellow thing. Und dann sieht so aus. Guck, siehst du diese Falten da drin? Weil es so quetscht. Aber auf weirde Art und Weise, I like it. Diese Grunge-Goth-Nummer mit diesem Wet Hair, was hier diese so runtergeht. Diese ganz netten Kommentare, die ich unter deinem Post, immer wenn du was postest, mache. Die hören ab jetzt auf. Hatte sie noch geteasert? Okay, I have to be honest. In den ersten 3 Sekunden, ich habe es geliebt. Und dann habe ich rangezoomt und dann war ich so, sie versucht es oben zu halten. Es sitzt nicht und es rutscht. Okay, ich habe es nicht laufend gesehen, aber ich habe damals die Modenschau gesehen, wo sie diese ganzen Terrarium-Dinger gezeigt haben und die war halt übelst geil. Und ich fand, es war auch mal was anderes. Okay. Deswegen, vielleicht muss ich die auch sehen, vielleicht sehe ich es dann anders, aber I feel like people lied to her. Everyone lied to her. Next up ist Charli XCX in Marnie. Und ich sag, wie es ist, it's the better Doja Cat Outfit. Mhm. So, tell the story. Genau, the story ist, es ist auf jeden Fall aus Secondhand T-Shirts. Ich weiß nicht genau wie viele, aber es sind Secondhand T-Shirts, also alles super nachhaltig. Und ja, she slayed, because she's giving like dress silhouette. Love the hair, gay icon vibes. Ja, und es ist period. Halt auch passend zum Thema. Ja. Ne? Es ging ja darum, irgendwie Stoffe, die schon fast zerfallen, wenn man sie hochhebt und deswegen nicht zeigen kann. Und dieses ganze durchbrochene Jersey, was sie anhat. That's a concept look. Yes. Nicht 3 Kilo hart. Doja learn. Und jetzt zu meinem favorite look of the evening. Demi Moore in Harris Reid. Und Cartier-Schmuck und long fucking black hair. Ja, ich find's geil. Ich find's auch mega cool. Silhouette ist geil. Dieses riesige Piece, was sie da dran hat mit diesen Pfeilspitzen und so. The flowers. Ich liebe es auch, wenn man dieses Ding abnimmt. Es geht super schnell und dann hat sie trotzdem noch dieses schöne Kleid und so. Mhm. Es hat für mich einfach irgendwas Besonderes gehabt, was irgendwie keiner von den People gehabt hat. Und Hand in Hand, könnte man sagen, geht mein Favorite Look, nämlich von keinem Celebrity, sage ich mal, sondern von Harris Reid selbst. Oh mein Gott, it's giving Florence and the Machine, Cathedral, Ethereal Angel Realness. Ich kann nicht, ich finde, das ist so geil. Die Schnittkonstruktion von diesem Ding hier oben. Was sich einfach gar nicht bewegt, sondern so ist, wie es... Ja. Also, Math wurde gemacht. Ja. Even though it's LGBTQ person. Vielleicht wurde jemand angestellt für Mathe, keiner weiß. But it's giving. Ja, it's giving. Auch die Haare. Mhm. Golden zu diesem Print. Ich liebe alles daran. Und Vogel, weißt du noch Vogel? Ja. Okay, also Hannah Bangshaf und Eddie Redmayne. Redmayne, den kennt man. And in Stevie O. Smith. Basically, ich habe es nur reingenommen, weil mich das erinnert hat an ein Rose Garden, einfach Versailles. Und das sind vermenschlichte 2 Schwäne. Oh, artsy. I was like... Okay, mir hat es ein bisschen Rorschach-Test gegeben, aber ich finde, dass die als Couple hin sind und das beide so anhatten. Super cute. Und auch, dass er so teilweise sein, was ja, ist das, und ein Frack? Ja. Und das kommt alles ineinander. Ich fand es einfach wie 2 Schwäne, die Köpfe anfassen. Cutest couple of the evening, würde ich sagen. Last but not least, Lana Del Rey in Alexander McQueen. Aber nicht in Alexander McQueen, sondern
wer auch immer gerade für Alexander McQueen designt. Ja, er ist nicht für Lana Del Rey von den Toten auferstanden. Das ist ganz wichtig bei diesem Kleid. Ja. Du zuerst. Oh mein Gott. Das ist der Punkt, wo wir vielleicht gleich eine Schlägerei anfangen. Warum? I hate it. I hate it. Okay, gut. Es ist so, es ist so Hälfte-Hälfte, but mostly I hate it, weil das einfach... Ich habe jetzt nach 4 Tagen das irgendwie festgestellt, das sieht einfach aus wie Moskitonetz. Nein, Mann, weißt du, was es ist, und wenn du Alexander McQueen auf Wish bestellst? Ich kenne den Original-Look. Jeder kennt den Original-Look. Ja. Und damit kommst du... Einfach, das waren ja Hörner und so. Es war einfach ganz anders und das sind halt jetzt so Pseudostöcke und I get it, das ist so für Lana Del Rey, it's a good dress, aber am Ende des Tages, es war halt nicht der Original und je öfter ich mir das Original angeguckt habe, desto mehr habe ich das hier gehasst. Ja, also ich musste mir nicht mal das Original angucken, weil ich liebe Alexander McQueen. Jede Modenschau war iconic, aber das, it's not giving. Ja, damit war es das auch schon. Du hast nur fast nur Hate-Looks rausgesucht, ne? Hä? Ich hab's ja alle geliebt. Hat man das nicht gesehen? Nein, aber ganz ehrlich, entweder ich hab dir das gegeben oder ich hätte dir richtig schlimme Sachen gegeben. So fast schon Cringe-Content auf Instagram, was ich liebe, was du nicht magst. Okay, okay. So ja. Please be dankbar. Wir können noch sagen, hier kommen noch Honorable Mentions. Okay. Das war's. Das war's für dieses Jahr. Bis zum nächsten Jahr. Ja, schreibt gerne in die Kommentare, welche Looks fandet ihr gut, welche fandet ihr ugly, stimmt ihr uns zu, wie ist die Doja Cat-Kontroverse, alles in die Kommentare und dann sehen wir uns vielleicht in einem Jahr. Oder beim nächsten Video oder so. Bye. Bye.